Welche Retro-Spiele haben mich 2022 am meisten begeistert? In diesem Video zeige ich sie euch. Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und 2022 habe ich so einige Retro-Spiele auf meinem Kanal vorgestellt. Aber welche gefielen mir persönlich am liebsten? Deswegen auch der Titel meiner Lieblings-Retro-Spiele 2022. Kurze Vorerklärung. Es handelt sich natürlich um die Spiele, die ich hier auf dem Kanal vorgestellt habe. Weil diese Spiele habe ich für mich persönlich gerade da zum ersten Mal entdeckt. Und die stelle ich euch hier vor. Was waren eure Lieblings-Retro-Spiele? Haut's mal in die Kommentare rein. Ich bin natürlich immer für irgendwelche Anregungen etc. dankbar. Aber genug der langen Vorrede, fangen wir an. Und zwar auf dem ersten Platz haben wir Firefighter für den Game Boy. Auch wirklich ein wunderbares Spiel. Und wie der Name es schon sagt, spielt er hier ein Feuerwehrmann. Und eure Aufgabe ist es denn, in ein Haus aus der Seitenperspektive reinzugehen. Ihr habt einen Wasserschlauch und habt natürlich dann verschiedene Feuer. Das können kleine Brandherde sein oder wirklich riesige Feuer. Und ihr seid dann halt mit eurer Schlauchspritze denn da zugange. Habt einen gewissen Wasservorrat. Ihr könnt natürlich auch neuen Wasservorrat einsammeln und so weiter und löscht diese Flammen. Eure Aufgabe ist es denn nun, in diesen relativ komplex aufgebauten Häusern euch durchzukämpfen und da natürlich die Zivilisten zu retten. Denn in den brennenden Häusern sind leider auch noch Leute gefangen. Und da könnt ihr natürlich so richtig eure Heldenvorstellungen denn ausleben. Alles ist wirklich sehr gut steuerbar und finde ich sehr gut umgesetzt. Die Grafik geht voll in Ordnung, ist sehr liebevoll gestaltet. Und ihr wisst eigentlich immer, was ihr haben wollt, machen müsst und wo ihr hin müsst. Und der allgemeine Aufmachung und die Idee dahinter, die fand ich einfach so klasse, weil es ist nicht ein ganz normaler 0815er Plattformer. Ne? Also zum Thema Feuerwehr hätte man ja auch wirklich irgendeinen 0815er Plattformer irgendwie draus machen können. Irgendwie, wo die ganz normalen Gegner irgendwie Flammen sind und ihr macht die kaputt oder irgendwie sowas. Aber nein, dieser Rettungsaspekt wurde da wirklich reingetan. Und das wertet das Spiel durchaus wirklich groß auf. Und dadurch habt ihr wirklich mal ein ganz anderes Spielerlebnis. Deswegen, auch wenn ihr nichts mit der Feuerwehr irgendwie am Hut habt, was schade wäre, kann ich euch dieses Spiel wirklich wärmstens empfehlen. Als nächstes habe ich euch Amazing Tata bzw. Puzzle Boy 2 mitgebracht, beziehungsweise inoffiziell könnte man es wahrscheinlich Quirk 2 nennen. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein sehr, sehr großer Quirk-Fan. Quirk hatte ich bei eins meiner ersten 2-3 Spiele, die ich auf dem Game Boy hatte. Und ist im Prinzip ein kleines Puzzlespiel, wo ja diese Tomate mit dem grünen Iro durch Labyrinthe steuert und dort Rätsel löst und da halt zum Ausgang müsst. Dieser Teil ist bei uns in Europa leider nie erschienen. Hat in den USA, vor allem die US-Version, namens Amazing Tata, ist sehr, sehr teuer. Also das ist wirklich eines der teuersten Module, die ihr euch für eure Sammlung kaufen könnt. Ich habe hier in diesem Fall mir die japanische Version geholt. Ist natürlich alles auf Japanisch, ist klar. Aber trotzdem, für dieses Spiel braucht ihr keinen großen Text, könnt ihr gut spielen. Da könnt ihr halt das etwas günstiger bekommen. Ich glaube, ich habe damals so letztes Jahr so um 50, 60 Euro für die japanische Version bezahlt, während die amerikanische, ich glaube, so mittlerweile irgendwas um 400 Euro irgendwas in dem Dreh sich bewegt. Ja, und das Spiel ist im Prinzip genau dasselbe wie Quirk, nur halt mehr. Ihr habt hier mehr Auswahl, ihr habt hier mehrere verschiedene Spielmodi. Also im Prinzip könnte man es vielleicht, ehrlich gesagt, vielleicht so als eine Art Quirk 1.5 nennen, weil ich finde, so viel krasse Neuerungen haben sie da gar nicht reingebracht. Sie haben halt nur vom selben mehr genommen. Ne? Also wie gesagt, auch hier habt ihr einen Eingang und einen Ausgang. Müsst halt immer entsprechend zum Ausgang navigieren. Und es gibt immer zwei verschiedene Rätselprototypen, die ihr irgendwie kombinieren müsst. Also im Regelfall sind es die beiden, das sind die Hauptkernelemente. Und zwar gibt es einmal Weichen, das ist eine Achse, wo sich dann irgendein Drehkreuz irgendwie bewegt. Und ihr müsst halt dieses Drehkreuz immer so bewegen, dass ihr euch da halt durch laufen könnt. Oder ihr habt entsprechende Blöcke, die ihr verschieben müsst. Und dann habt ihr Abgründe, wo ihr diese Blöcke auch teilweise dann passend reinschieben müsst, um dann halt da drüber zu laufen. Also alles klingt alles relativ einfach, ist natürlich immer komplexer und schwerer. Und die Dinger werden natürlich auch gerne mal kombiniert. Ne? Da müsst ihr dann halt die Blöcke, um den Abgrund zu füllen, halt erst durch irgendwelche Drehkreuze bewegen. Und dadurch wird es natürlich immer komplexer und interessanter. Daher vielleicht für einen neutralen Beobachter vielleicht nicht unbedingt so das Top-Spiel, aber da ich halt so ein großer Quirk-Fan bin und ich das lange, lange auf meiner Liste hatte, wirklich ein Top-Spiel, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber wie gesagt, wenn ihr es physisch haben wollt,
holt euch um Gottes Willen nicht die US-Version. Da zahlt ihr euch wirklich dumm und dämlich. Auch die japanische ist schon knackig teuer, aber holt euch denn lieber die. Als nächstes habe ich Battle for Olympus mitgebracht. Und zwar habe ich das Spiel schon als NES-Teil groß im Kopf gehabt. Als das rauskam, gab es eine sehr große Werbekampagne gefühlt. Ich glaube, auch im Club Nintendo waren auch entsprechende Anzeigen immer gezeigt. Und irgendwann gab es dieses Spiel anscheinend auch auf den Game Boy. Ich habe das damals verpasst und bin erst vorletztes Jahr irgendwie drüber gestolpert, aber das Spiel wurde auch nicht so oft angeboten. Deswegen habe ich das nie für meine Sammlung gekauft, aber ist jetzt natürlich in meine Sammlung geraten und ich muss sagen, es ist super. Vom Spiel her könnte man es grob knapp zusammenfassen. Zelda 2, also das, ich sag mal, andere aus der Seitenperspektive, nur im antiken Griechenland. Und das passt irgendwie. Ihr habt da also wirklich eine nicht lineare Welt, die ihr erkunden könnt aus der Seitenperspektive, beschreitet da Kämpfe und so weiter. Also wie gesagt, diese ganze Aufmachung erinnert wirklich sehr stark an Zelda 2. Ihr könnt natürlich auch entsprechende Sachen einsammeln und benutzen. Und dann kommt natürlich auch hier irgendwo mal nicht weiter, weil ihr einen bestimmten Gegenstand braucht. Und so kämpft ihr euch immer weiter durch und könnt diese Welt für euch auch immer weiter ergründen und erforschen. Und das macht dieses Spiel wirklich aus. Es ist wirklich fantastisch umgesetzt. Also diese Portierung von dem NES auf den Game Boy, was ja oft gemacht wurde, aber nicht immer unbedingt wunderbar gelungen ist, ist hier wirklich echt gut gelungen. Und wenn ihr so ein bisschen was mit der griechischen Mythologie vielleicht irgendwie so am Hut habt, dann ist dieses Spiel natürlich doppelt was für euch, da es euch noch mehr bringt. Also wirklich, falls ihr mal Bock so ein bisschen auf Zelda 2 habt, auf den Game Boy, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen. Als nächstes habe ich Bionic Commando euch mitgebracht. Auch dieses Spiel hatte ich länger schon im Blick, hat allgemein einen wunderbaren guten Ruf. Und letztes Jahr konnte ich endlich das auch in meine Sammlung bringen und auch mal anspielen. Und hier ist wirklich so der Kniff, ihr habt einen Action-Plattformer. Ne? Ihr spielt quasi einen Super-Soldaten und kämpft euch wie gewohnt von links nach rechts durch Bildschirme und pflügt durch Gegnerhorden. Aber jedes gute Spiel braucht natürlich eine Besonderheit. Und diese Besonderheit an diesem Spiel ist es, dass ihr nicht springen könnt, was natürlich sehr ungewöhnlich für so eine Art Spiel ist. Aber dafür habt ihr einen mechanischen, aussehbaren, ich sag mal, Teleskoparm, den ihr so wie ein Enterhaken von euch schießen könnt. Und damit könnt ihr euch dann an Decken etc. festbremsen und euch dann damit rumschwingen oder euch durch Decken halt hochziehen und so weiter. Und da muss man als Spieler sich so ein bisschen das Ganze erst auch neu ergründen. Weil ne, normalerweise ist es ja, alles klar, Action-Plattformer, ich weiß, wie der Hase läuft. Aber dadurch, dass diese Steuerungsart doch so anders ist, seid ihr gezwungen, euer ich sag mal, Muskelgedächtnis irgendwie umzustellen. Und dadurch kriegt ihr dann da noch viel, viel mehr Tiefe rein. Es macht einfach Spaß, auch mal so einen neuen Ansatz zu spielen. Vor allem, weil auch der Rest wirklich tadellos umgesetzt ist. Ihr habt noch eine Übersichtskarte, wo ihr euch denn die Levels aussuchen könnt und so weiter und so weiter. Also sie haben da wirklich schon überall versucht, so ein bisschen eine Schippe draufzulegen. Von daher klare Empfehlung von mir aus. Und mein letztes Spiel ist auch noch ein teures Spiel und zwar Hammering Harry. Auch das ist in der europäischen Version zumindest eins der absolut teuersten Spiele, die wir hier in der PAL-Region für das Sammlerherz uns kaufen können. Deswegen habe ich das auch in so einen schönen Acrylglas-Case mir geholt, beziehungsweise reingepackt, damit es etwas besser geschützt ist. Ja, das Spiel kostet auch so 300, 400 Euro. Ich habe es mir letztes Jahr mal gegönnt. Ich habe lange überlegt, aber ich dachte mir, irgendwann kommt Scheiß drauf. Ich habe ein gutes Angebot bekommen und springe ich mal ins kalte Wasser. Auch hier gibt es natürlich auch die japanische Version, die wesentlich günstiger ist. Und das Spiel ist ein Beat'em-up, also sowas wie Double Dragon und so weiter. Und wie der Name schon sagt, spielt den Harry. Oder ein Hammer, ich weiß. Super kreativer Titel natürlich. Das Spiel ist halt teuer und auch wirklich gut, weil nämlich es erfindet jetzt das Rad auch in diesem Genre nicht neu. Aber das, was da ist,
ist einfach wirklich tippitoppi umgesetzt. Ihr seht selber, die Grafik ist 1A, die Steuerung ist super. Ihr könnt euren Hammer upgraden und so weiter. Also es lädt eigentlich wirklich so zum super Spielen, entspannten Spielen ein. Und es macht einfach nur Spaß. Die Musik ist Hammer. Also hier erwartet euch wirklich so ein, ich sag mal so ein technisches Feuerwerk. Würde ich es vielleicht nicht nennen, obwohl es ist schon weit überdurchschnittlich von der technischen Qualität. Und das Spiel passt einfach auch. Und deswegen ist das Spiel wahrscheinlich auch unter anderem deswegen so teuer. Auch hier natürlich, wie gesagt, überlegt euch gut, ob ihr wirklich unbedingt so ein tolles Spiel für eure Sammlung braucht. Aber wie ihr alle wisst, es gibt ja auch andere Wege, solche Spiele zu spielen, was ich euch wirklich empfehlen würde, weil das Spiel solltet ihr auf jeden Fall mal auch so angespielt haben, egal auf welche Weise. Ja, das waren meine 5 Lieblings-Retro-Spiele. Ich habe es natürlich jetzt in dieser Sammlung absichtlich keine Homebrew-Spiele reingepackt, wobei da auch einige würdige Kandidaten jetzt letztes Jahr wirklich dabei waren, aber ich wollte es wirklich so Retro-Spiele halten. So ein bisschen was an gute Homebrew-Spiele natürlich angeht, ist Shapeshifter 2, dann natürlich G-Zero, dann hier die physische Version von Black Castle, na, Grüße an dich, du weißt, wen ich jetzt gerade meine. Alles wunderbare Spiele, die wirklich richtig Spaß machen. Ja, wie gesagt, das waren meine Top-Spiele. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal reingeschaut habt und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut, tschüss.